Hey Leute, ich bin's Fritz vom Kanal NFC Comfort Zone. Heute geht es um die TN36UT 7300 Lumen, ein richtiges Lichtmonster. Ob man das braucht oder nicht, werden wir gleich sehen. Und ich würde sagen, legen wir los. Ich hatte die Lampe ja beim Wintertreffen mit dabei und habe einen kleinen Lichttest gemacht, quasi als Preview. Und jetzt schauen wir uns die Lampe aber mal im Detail an. Starten wir jetzt allererst natürlich wieder mit dem Lieferumfang. Wir haben die TN36UT an sich, dann ein Lanyard, was ich hier schon mal eingeknüpft habe. Auch mit dabei sind vier 18650 Akku mit 3400 mAh, also auch ordentlich Power. Ein Vierfach-Ladegerät, um die Akkus natürlich auch schnell wieder zu laden. Und ein passendes Lampenholster. Den Deckel können wir einfach mit Klett öffnen, Lampenboden zuerst rein und zumachen. Wir haben auf der Rückseite eine Schlaufe für einen Gürtel oder auch Klett, um das Ganze irgendwo durchzuklettern und zu fixieren. Und auch einen kleinen D-Ring, wenn wir also zum Beispiel Karabiner oder sowas haben, können wir das einfach hier durchmachen, an Rucksack oder an die Seite zum Beispiel von einer Hose klippen. Um die Lampe in Betrieb zu nehmen, schrauben wir den Lampenkopf ab. Und hier drin befindet sich jetzt der Akkuhalter. Hier legen wir jetzt die vier Akkus ein. Ist auch genau beschriftet, wo welcher Pol hinkommt. Wenn wir damit fertig sind, zurück in den Body und den Kopf wieder raufschrauben. Und schon ist die Lampe betriebsbereit. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Leuchtstufen an. Wir haben an der ganzen Lampe nur einen einzigen Bedienknopf. Wenn wir den länger gedrückt halten, kommen wir in den Moonlight-Modus. Das ist wirklich sehr schwaches Licht, sind gerade mal 2 Lumen und dient wirklich nur für, ja, ich sag mal jetzt Leselampe, für Kartenlicht und im Rucksack was zu suchen bei sehr großer Dunkelheit. Wenn wir dann noch einmal drücken, kurz, dann geht die Lampe auch wieder aus. Um in den Low-Modus zu kommen, müssen wir, wenn die Lampe ausgeschaltet ist, einfach einmal kurz drücken. Das ist hier der Low-Modus mit 130 Lumen. Wenn wir jetzt länger gedrückt halten, springt es automatisch in den Mid-Modus mit 850 Lumen. Wenn wir jetzt länger gedrückt halten, toggelt er wieder durch die einzelnen Stufen. Ihr seht schon, ist jetzt wieder Low, Mid, geht jetzt in den High-Modus mit 2500 Lumen. Um in den Turbo-Modus zu kommen, müssen wir doppelklicken. Da sind wir jetzt bei 7300 Lumen. Nochmal doppelklicken, gleich danach kommen wir in den Strobo-Modus mit ebenfalls 7300 Lumen. Wir können natürlich auch im ausgeschalteten Zustand zweimal schnell drücken, dann sind wir auch im Turbo-Modus. Ist egal, ob die Lampe jetzt an ist oder aus. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, was, das waren jetzt 7300 Lumen? Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich das jetzt hier bei Tageslicht in die Kamera halte und die Kamera sogar die Belichtung wieder runterstellt oder ob es nachts ist. Ich mache auf jeden Fall noch einen schönen Nachttest für euch. Ihr habt es ja auch auf dem Wintertreffen schon gesehen. Ich werde euch jetzt mal einen kleinen Lichttest einfügen. Was bei der Lampe auf jeden Fall auffällt, ist, dass wir einen sehr großen Streukreis haben, also wirklich sehr weit gefächert. Wir haben einen zentrierten Punkt, der ein bisschen stärker ist, um auch auf eine gewisse Leuchtweite zu kommen. Aber sonst haben wir einen einfach sehr großflächigen Bereich, der ausgeleuchtet ist. Jetzt kommt natürlich die Frage der Fragen, 7300 Lumen, brauche ich das überhaupt? Das ist nicht völliger Schwachsinn. Das muss im Endeffekt jeder für sich selber entscheiden und für mich hat es einfach immer ein bisschen was mit dem Anwendungsbereich zu tun. Ich nutze solche starken Lampen eigentlich nur fürs Filmen oder auch fürs Fotografieren, wenn ich Langzeitbelichtung mache, wenn ich große Objekte ausleuchten will, wenn ich aber auch mit der Kamera für euch filme, wenn ich in Bunkern unterwegs bin, wenn ich in Höhlen unterwegs bin. Ich brauche einfach sehr viel Licht, um überhaupt ja, ein schönes Bild darzustellen. Für mein Auge brauche ich das nicht, da sehe ich auch mit 1000 Lumen oder 300 Lumen genug. Aber für die Kamera ist es immer ganz nice, richtig Power mit dabei zu haben. Ich habe ja einige Lampen auch im 1000 Lumen Bereich getestet und ich werde euch einfach mal so ein Vergleichsvideo jetzt einblenden, wo ihr genau seht, 1000 Lumen, 7300 Lumen, wo ist der Unterschied, damit ihr mal ein kleines Gefühl dafür kriegt. Wir kommen hier auf ein Gewicht ohne Batterien von 397 Gramm. Die Lampe ist auch wieder wasserdicht nach IPX8 Standard
und wir haben eine Leuchtweite von 285 Metern. Trotz der Größe, muss ich sagen, liegt die Lampe super in der Hand. Wir haben hier so ein geriffeltes Material, damit man auch ja, einen gewissen Halt bei der Lampe hat. Preislich liegt die Lampe im Set mit den Akkus, mit dem Ladegerät, dem Holster und allem drum und dran bei 279,95 Euro. Die TN36 UT wurde mir freundlicherweise von ThruNight direkt für dieses Review zur Verfügung gestellt. Kommen wir abschließend wieder zu meiner persönlichen Meinung. Ich finde die Lichtstärke super und auch den Streukreis. Wie gesagt, ich nutze viel fürs Filmen, dafür ist das einfach optimal. Auch das Handling ist gut und mir gefällt, dass in dem Set auf jeden Fall auch schon die Akkus und Ladegerät alles mit dabei ist. Somit kann man die Lampe direkt in Betrieb nehmen. Was mir nicht ganz so gefällt, ist die Wärmeentwicklung der Lampe. Sie wird wirklich sehr heiß im Turbo-Modus und ich kann sie mit einer ungeschützten Hand definitiv dann nicht mehr halten. Damit sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt. Wenn irgendwie noch Fragen sein sollten zur TN36 UT, einfach direkt nachfragen oder auch zu anderen Sachen. Wichtig, vorher einfach mal die Videobeschreibung auschecken, gerade was das Thema Ausrüstung angeht, kommen immer wieder Fragen, was hast du für Klamotten an, da einfach mal ein bisschen gucken. Auch auf der Website, die in der Videobeschreibung verlinkt ist, habe ich einige Listen gemacht von Ausrüstung, die ich so benutze. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, kippt Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.